Ich glaube an den freien Willen. Das ist der Beweis, dass es keinen freien Willen gibt. Denn das, was mich glauben lässt, dass ich einen freien Willen haben könnte, das, was mich glauben lässt, ich hätte einen freien Willen, gibt mir das ein. Ich kann nicht einfach sagen, nee, ich glaube jetzt auf einmal nicht mehr an den freien Willen. Alles ist einfach vorherbestimmt, es gibt keinen Kontrolleur und alles läuft einfach so ab, wie es ist. Und ich habe überhaupt keine Wahlmöglichkeiten, weil es einfach ist, wie es ist und so. Das glaube ich jetzt. Und dann, oh nein, ich hätte doch irgendwie anders reagieren können. Vielleicht hätte ich irgendwie, wenn ich das gemacht hätte, dann hätte ich ein bisschen Geld gespart oder ich hätte viel mehr Geld gekriegt. Oder meine Ex-Freundin wäre jetzt noch mit mir zusammen und alles wäre so gut gewesen. Hahaha, ich glaube an den freien Willen und das ist der Beweis, dass es keinen freien Willen gibt. Und wer braucht überhaupt einen freien Willen? Wer braucht einen freien Willen? Ein Wille, der wirklich frei ist, der absolute Wille, der alles will, was geschieht, das Angenehme und das Unangenehme, braucht das irgendwie eine Wahlmöglichkeit? Wer will das wissen oder wer könnte sich überhaupt daran erinnern, wer er ist oder wohin er geht? Das sind ja eh so irrelevante Fragen, denn das Einzige, was zählt, ist immer nur die Vermeidung von Leiden und das Streben nach Glückseligkeit, das Wohlempfinden, der Komfort, der Wohlstand, das Glück, das Befriedigtsein, das Ganzsein. Ha 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 ha. Wie kann ich das werden, was ich schon bin? Wie kann ich das werden, was ist? Wie kann das, was ist, denken, dass ich jemand bin, der wohin kommen könnte, um das zu werden, was dann sozusagen mit totaler Glückseligkeit in Beziehung steht oder wo es keine Beziehungen mehr gibt, sondern nur noch totale Glückseligkeit.